Okay. Grüezi miteinander. Freut mich sehr, hier zu sein und auch, dass so viele hier geblieben sind, trotz des schönen Wetters. Zum letzten Vortrag von heute möchte ich gerne über Kryptogold sprechen. Zahlen wir bald mit Bitcoin? Diese Frage, zahlen wir bald mit Bitcoin, die kann ich auf der ersten Folie schon beantworten. Ich glaube kaum. Ich werde wahrscheinlich nie mit Bitcoin zahlen. Aber die 30 Minuten wollen wir trotzdem irgendwie füllen und ich möchte Ihnen ein bisschen erklären, die Hintergründe und was vielleicht die Alternative dazu sein wird. Also das Thema des heutigen Tages und auch grundsätzlich ist Arm und Reich. Und ich fange mit ein paar Folien zu dem Thema kurz an, in Kombination mit Kryptowährungen. Also wahrscheinlich vertrete ich eher den Bereich Reich, verglichen zum restlichen Programm, was wahrscheinlich eher über Arm ging. Natürlich gibt es sehr viele Leute, die sehr reich geworden sind mit Bitcoin und ähnlichen Kryptowährungen. Vielleicht kennen Sie selbst jemanden, vielleicht gehören Sie sogar zu den Glücklichen, die früh genug solche Kryptowährungen gekauft haben. Also es gibt viele Millionäre, sogar noch reichere Leute. Die eine Story, die ich dazu gerne erzähle, ist von meinem Doktoranden. Der hat damals, das war der erste Doktorand weltweit zum Thema Bitcoin, im Jahr 2011 oder so hat er angefangen. Und er hatte Bitcoin, recht viel sogar, und als er angefangen hat, wurden die gestohlen. Der Wert, dass die gestohlen wurden, war ungefähr vielleicht 100.000 Franken. Damals, als die Handelszeitung darüber geschrieben hat, waren es 9 Millionen Franken. Heute wären es ungefähr 600 Millionen Franken, was er verloren hat. Also, ob das jetzt arm oder reich ist, können Sie selbst beurteilen. Aber gehen wir mal ein bisschen zu arm. Es gibt Kryptowährungen, die kann man sich verdienen, wenn man gewisse Aktionen ausführt. Das ist ein Foto oder eine Collage von den Philippinen. Da gibt es ein Dorf, was alle zusammen, die spielen alle zusammen das gleiche Spiel. Mit dem Spiel kann man sich Kryptowährung bekommen und damit verdienen die so ungefähr, was man braucht für den Lebensunterhalt in den Philippinen. Die Philippinen haben das überhaupt alle umarmt, dieses Thema. Es gibt Leute, die in den Philippinen Bilder machen, also künstlerisch tätig sind. Und die können jetzt international verkauft werden. Also der Markt wurde sozusagen viel größer. Man verkauft es nicht mehr auf dem Markt in den Philippinen, sondern auf der ganzen Welt. Und die können recht hohe Preise verlangen. Was man da kauft, ist im Prinzip, man kauft das Recht, dieses Bild zu besitzen. Und das kostet vielleicht so etwas wie $500 für so ein Bild, was für auch wieder philippinische Künstler vielleicht recht viel Geld ist. Das teuerste Bild, was jemals digital verkauft wurde, das ist kein echtes, das ist nur ein File quasi, dieses Bild hier, auch eine Collage, ist für 69 Millionen Dollar verkauft worden. Also jemand hat für diese Datei, die einfach auf dem Computer sitzt, für die Rechte dieser Datei 69 Millionen Dollar bezahlt. Also wir sind wieder bei Reich gelandet und wahrscheinlich landen wir heute noch ein paar Mal bei Reich. Gut, ein bisschen Grundlagen auf den nächsten paar Folien. Was ist eine Blockchain? Ich erkläre das mit sehr einfachen Begriffen hoffentlich. Eine Blockchain ist im Prinzip nichts anderes als eine Buchhaltung. Man schreibt einfach auf, welche Transaktionen haben stattgefunden. Also genauso wie eine ganz einfache Buchhaltung. Wir schreiben auf, wer hat wem zum Beispiel Geld gegeben oder welche anderen Arten von Transaktionen haben stattgefunden. Transaktionen können viele Dinge sein. Zum Beispiel könnte eine Haustransaktion eine Transaktion sein. Es kostet da sehr viel in der Schweiz, wenn man ein Haus verkauft. Da muss man zum Notariat gehen und ähnliche Sachen bezahlen. Aber man könnte auch so einen Verkauf einfach protokollieren in einer Art Buchhaltung oder eben in einer Blockchain. Das wäre möglich. Wir könnten auch Abstimmungen machen mit Blockchains. Wir könnten, meine Stimme wäre dann eine Transaktion, für wen ich gestimmt habe, für welche Sache ich gestimmt habe. Oder eben, ich könnte ein Bild kaufen, wie dieses sehr teure Bild hier. Das ist auch nur eine Transaktion. Man schreibt dann rein, der und der hat dieses Bild jetzt gekauft und ich kann es auch in der Blockchain wieder weiterverkaufen. Ich könnte vielleicht auch nur die Hälfte des Bildes weiterverkaufen, wenn ich sage, ich möchte es zusammen mit jemand anderem besitzen. Die meisten Transaktionen, worüber wir normalerweise sprechen, sind allerdings Finanztransaktionen, so etwas wie eine Überweisung. Also jemand schickt jemand anderem Geld. Das ist das Üblichste, was wir haben in der Blockchain. Diese Transaktionen, die werden zusammengefasst. Das sind alles nur digitale Daten, also Nullen und Einsen, die werden zusammengefasst in sogenannten Blöcken. Dahin hat es jetzt vielleicht 1000 Transaktionen, also nicht auf meinem Bild hier, aber
In der Bitcoin-Blockchain zum Beispiel etwa 1000 Transaktionen. Und jede Transaktion stellt so eine Sache dar, die passiert ist, eine Überweisung. Diese Blocks werden dann zusammengehängt und das ist es eben die Blockchain. Also man hängt immer wieder neue Blöcke an mit weiteren Transaktionen drin. Man kann die Blöcke nur anhängen, man kann keine wegnehmen von früher, sondern man hängt immer einfach weitere an. Das ist total öffentlich, diese Blockchain. Also man kann da reinschauen und diese Daten anschauen. Können Sie machen, können Sie im Computer anschauen, wenn Sie wissen wollen, was für Transaktionen da stattgefunden haben. Zum Beispiel schauen wir mal so eine Transaktion an. Also ich schaue jetzt eine Transaktion dieser Blockchain ein bisschen genauer an. Das war nämlich, als ich den letzten Runden Geburtstag hatte. Da hat jemand eine kleine Überweisung gemacht und dann dazu noch wird alles Gute zum Geburtstag gewünscht. Also das ist jetzt für immer und ewig sozusagen in dieser Bitcoin-Blockchain drin, dass ich Geburtstag hatte an dem Datum. Für die, die es wissen. Ich meine, man muss danach suchen. Gut, wo wird das gespeichert? Wo werden diese Daten gespeichert? Die Daten werden repliziert. Man hat also mehrere Computer auf der Welt. Bei Bitcoin vielleicht 100.000 Computer in der Größenordnung. Die speichern alle die gleichen Daten. Also damit sie sich immer einig sind, was ist passiert, was ist nicht passiert, hat man hier eine ganz große Fehlertoleranz eingebaut, um sicherzustellen, dass das nicht verloren geht. Also ich habe auf dem Bild hier nur 5 Computer, aber die sind übers Internet miteinander verbunden und die speichern die gleichen Daten. Wenn ein neuer Block generiert wird mit neuen Transaktionen, hängt man den an und alle lernen das wieder, was da drin gespeichert ist. Das ist die Idee. Das ist nicht so viel anders wie bei Ihrem Bankkonto zum Beispiel. Bei Ihrem Bankkonto haben Sie auch gewisses Geld drauf. Und jetzt können Sie sich fragen, wer speichert eigentlich dieses Geld? Das ist ja nicht mehr so wie früher, als ich noch jung war, gab es noch so Bankbüchlein. Da stand dann drin, wie viel Geld ich habe. Und da war ich ein bisschen auch selbstverantwortlich dafür, zu wissen, wie viel Geld ich habe. Aber heute ist es einfach verteilt auf ein paar Computern. Nicht gerade 100.000, hoffe ich, aber vielleicht so die 10 Computer wissen, was mein Kontostand ist. Damit, wenn irgendeiner von denen kaputt geht, dass die anderen 9 das immer noch gut herstellen können. Das ist eine Forschungsrichtung für sich selbst schon, das studieren wir hier an der ETH. Das nennt sich verteilte Systeme, das ist der linke Bereich hier. Da geht es darum, wie man solche Sachen fehlertolerant speichert. Das ist ein wichtiger technischer Teil von solchen Blockchains. Auf der rechten Seite ist die Kryptographie, das ist der andere wichtige Teil. Darüber möchte ich auch ganz kurz sprechen, auch nur ein paar Minuten, damit Sie ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wie das aussieht. Eine Grundidee in der Kryptographie, die in Blockchains benutzt wird, sind sogenannte Einwegfunktionen. Einwegfunktionen sind Funktionen, die einfach in eine Richtung auszurechnen sind, aber sehr schwierig rückwärts zu rechnen sind. Zum Beispiel ein Ei zerschlagen ist sehr einfach, aber ein zerschlagenes Ei wieder zusammensetzen ist sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob es jemand mal versucht hat, aber ich vermute nicht. Also das geht im Prinzip nicht. Das sind die Funktionen, die sehr wichtig sind im Bereich Krypto und auch bei Blockchains eingesetzt werden. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel für eine Einwegfunktion. Das hier ist auch eine Einwegfunktion. Es ist sehr einfach, zwei Zahlen zu multiplizieren, 3 mal 5, dass das 15 gibt. Also nach rechts ist das sehr einfach. Nach links ist es sehr schwierig. Sie werden vielleicht sagen, das ist überhaupt nicht schwierig. 3 mal 5, 15. Ich weiß ja, dass 3 mal 5, 15 ist. Ich kann es ja wieder zurückrechnen. Aber wenn ich die Zahlen ein bisschen größer mache, wird das tatsächlich sehr schwierig. Das können wir nicht. Das hier ist eine Zahl auf der rechten Seite. Das wäre jetzt schon ziemlich schwierig für Sie, diese Zahl zurückzurechnen, welche zwei Zahlen hier multipliziert wurden, um das zu geben. Mit einem Computer können Sie das in vielleicht 10 Sekunden programmieren und vielleicht braucht es eine Zehntelsekunde, um das auszuführen. Das kann man schnell machen. Aber diese Zahl stand in einem Buch vor etwa 200 Jahren. Da hat ein englischer Philosoph gesagt, nur er werde jemals wissen, wie diese Zahl hier zustande gekommen kann. Aber er wusste noch nichts von Computern damals, aber heute kann man das. Aber wenn ich die Zahl noch ein bisschen größer mache, zum Beispiel, dass ich so etwas wie 600 Ziffern da habe, dann ist das super schwierig. Das werden Sie in aber Milliarden von Jahren nie können herausfinden, welche zwei Zahlen ich multipliziert habe, um diese Zahl zu machen. Wichtig, also nach rechts ist es sehr einfach, das lernt man in der Primarschule, okay. Auch wenn es 600 Zahlen sind, das wäre zwar mühsam, wenn das ein Primarschüler machen müsste, aber im Prinzip könnte das ein Primarschüler, und nach links ist es super schwierig, man kann das nicht.
Man kann im Prinzip nur raten. Das ist, was man macht, wenn man die zwei Zahlen wissen möchte, muss man raten. Klar soweit? Das wird, solche Einwegfunktionen werden ständig eingesetzt. Zum Beispiel, wenn Sie ein Konto haben wollen in einer Kryptowährung, wenn Sie ein Bankkonto einer Kryptowährung sozusagen haben wollen, dann macht man genau solche Einwegfunktionen. Auf der linken Seite, da sehen Sie unten so ein paar komisch kryptische Zahlen, aber das ist einfach nur eine Zahl, ein bisschen kompliziert geschrieben. Auf der linken Seite ist der Schlüssel zum Konto. Also Ihr Bank, das Geheimnis, was Sie wissen müssen, um an Ihr Geld zu kommen. Und auf der rechten Seite steht die Adresse des Kontos. Also wie jemand Ihnen Geld schicken kann. Und Sie können von Ihrem Kontoschlüssel einfach direkt ausrechnen, was die Kontonummer sozusagen ist. Wenn Sie von jemandem Geld möchten, geben Sie einfach die rechte Seite, die können Sie freigeben, der ganzen Welt können Sie die erzählen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Leute Ihnen Geld schicken auf diese Kontonummer. Aber wenn Sie auf dieses Geld zugreifen möchten, müssen Sie die linke Seite kennen. Und im Prinzip ist das eine Einwegfunktion von links nach rechts. Es wäre ganz schlimm, wenn man von rechts nach links kommen könnte, weil dann könnte man alle diese Kontogeheimnisse lüften und alles Geld sofort einsammeln. Mein Doktorand, von dem ich erzählt habe, der hat leider die linke Seite nicht richtig geheim gehalten, sondern irgendwo gespeichert auf seinem Computer. Und der Einbrecher hat die gefunden und einfach eine Überweisung gemacht. Gesagt, jetzt kenne ich den geheimen Schlüssel, jetzt überweise ich das Geld, sagen wir mal, nach Russland. Das war es tatsächlich. Und dann war es halt weg. Okay? Aber das ist nicht das Einzige, für was Sie solche Einwegfunktionen brauchen. Die brauchen wir im Prinzip überall bei Blockchains. Wenn Sie sich erinnern, ich gehe mal kurz zurück ein paar Bilder. Ich hatte dieses Bild von einer Blockchain hier. Da hat es auch diese Pfeile dabei, das sind tatsächlich auch solche Einwegfunktionen. Wenn man einen neuen Block anhängen möchte, muss man auch solche Einwegfunktionen ausrechnen. Das nennt sich dann Mining, einen neuen Block zu finden. Also man kann einen Block finden, indem man irgendwas probiert, links eine Zahl eingibt in so eine Einwegfunktion und versucht rechts ein Resultat zu generieren, was mit sehr vielen Neunen startet. Also wenn Sie so viel Glück haben und eine Zahl rauskriegen rechts, die 22 mal eine 9 hat, wenn Sie links irgendwas probieren, dann können Sie zufällige Zahlen probieren, bis Sie rechts 22 mal eine 9 kriegen am Anfang der Zahl, dann haben Sie einen neuen Block gefunden. Das hat Wert, das hat so etwas wie 500.000 Franken Wert. Jeder Block gibt 500.000 Franken neues Geld. Bei Bitcoin. Ich rede häufig über Bitcoin, aber okay. Und das ist natürlich super toll. Also was die Leute jetzt machen, ist, sie sagen, ich rechne mit meinem Computer sowas aus. Ich versuche da solche Zahlen zu finden, die mit sehr vielen Neunen starten auf der rechten Seite. Und dann habe ich 500.000 Franken verdient. Nur ist das sehr, sehr schwierig. Sowas wie 22 Neunen zu finden, das hat eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 hoch 22, also halt wie viele Neunen man da hat. Und das ist etwa gleich wahrscheinlich wie dreimal in Folge beim Schweizer Lotto zu gewinnen. Also Sechser mit Zusatzzahl. Also Sie füllen das aus, gewinnen, nächste Woche machen Sie es wieder, gewinnen wieder, Sechser mit Zusatzzahl, die Woche drei gleich nochmal. Okay? Also so unwahrscheinlich ist das. Super unwahrscheinlich. Ich glaube, die Zahl des Universums in Sekunden und sowas ist auch noch viel weniger als 10 hoch 22. Das ist eine riesige Zahl. Okay? Ja, die Leute machen das trotzdem. Okay? Da wird extrem viel Energie verbraucht, um das zu machen. Da gibt es spezielle Hardware, spezielle Computer, die machen nichts anderes, als solche Funktionen auszurechnen, den ganzen Tag. Diese Hardware ist genau gebaut worden, um solche Funktionen auszurechnen. Die kann nichts anderes, das ist kein richtiger Computer. Die machen nur solches. Da gibt es ganze Lagerhallen voll mit dieser kleinen Hardware, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als solche Funktionen ausrechnen. Bis man irgendwann mal Glück hat und tatsächlich sowas findet und dann hat man wieder eine halbe Million verdient. So wird das gemacht. Und darum kostet es auch super viel Energie. Weil diese ganzen Lagerhallen voll kleinen Computern, die das ausrechnen, können sich vorstellen, wenn man ungefähr alle 10 Minuten wird ein neuer Block gefunden, wenn man alle 10 Minuten 500.000 Franken verteilt, dann werden die Leute ungefähr so viel Energie einsetzen, wie 500.000 Franken in 10 Minuten halt kostet. Und das ist extrem viel Energie. Das ist ein Riesenproblem von Bitcoin.
Bitcoin funktioniert mit sogenanntem Proof of Work. Das ist genau, was ich jetzt erklärt habe. Also diese Kleinstrechner versuchen, diese Zahlen rauszufinden. Das braucht so viel Energie wie die ganze Schweiz im Prinzip. So viel Strom. Also unglaublich teuer. Proof of Stake wäre eine Alternative. Das braucht so viel Energie wie vielleicht 5 Computer. Da macht man es einfach so, wer darf den nächsten Block machen, anhängen, wählt man einfach zufällig aus. Unter all denen, die da mitmachen, darf jemand zufällig den nächsten Block anhängen. Das kostet fast keine Energie. Das wäre viel besser. Das wissen wir auch schon lange, wie das geht, aber Bitcoin möchte das nicht ändern. Aber es gibt auch gute News, was den Energieverbrauch angeht. Wenn ich die 10 größten Kryptowährungen anschaue, es gibt auf der Welt tausende von Kryptowährungen, aber wenn ich die 10 größten anschaue, ist ein bisschen klein geschrieben hier, aber ich erkläre es gleich. Also auf der linken Seite sind die, die mit Proof of Work arbeiten, die sehr teuer sind, und auf der rechten Seite sind die mit Proof of Stake arbeiten, also die sind einfach zufällig auswählen, was fast keine Energie kostet. Und alle neueren Kryptowährungen haben dieses Proof of Stake oder ähnliche Mechanismen, die brauchen im Prinzip keine Energie. Nur die Links brauchen sehr viel Energie. Also von den Top 10, die allergrößte Bitcoin und Dogecoin, das sind die, die viel Energie brauchen. Ethereum ist die zweitgrößte, die wechselt jetzt dann nächstens auf die rechte Seite rüber. Da gibt es einen strengen Chef, der möchte das neu haben und der möchte nicht mehr so viel Energie verbrauchen, deswegen geht man nach rechts. Alles ein bisschen vereinfacht gesagt heute. Wenn Sie sich gut auskennen, wenn Sie sagen, um Himmels Willen, was erzählt er da? Aber im Prinzip stimmt es schon, hoffe ich. Und rechts haben Sie diese anderen Währungen, zum Teil auch ein bisschen spezielle Währungen, die man vielleicht gar nicht so mit Mining in Verbindung bringt, die im Prinzip keine Energie brauchen. Gut, also soweit zum ersten Teil meines Vortrags. Jetzt habe ich noch 10 Minuten und ich möchte nochmal zurückgehen auf die Eingangsfrage, ob wir in Zukunft mit Bitcoin zahlen. Ich habe sie schon beantwortet, ich habe gesagt nein, aber vielleicht wollen wir noch ein bisschen genauer darüber sprechen. Also wie zahlen wir heute? Schauen wir uns das kurz an. Wenn wir irgendwo ins Geschäft gehen, wie zahlen wir heute? Das hier ist das Bild in der Schweiz, die Statistik sozusagen in der Schweiz vor Covid, okay, vor Corona. Da hat die Mehrheit der Schweizer hat jeweils Bargeld genommen, um zu bezahlen. Und eine Minderheit hat mit dem Telefon bezahlt oder mit Plastikkarten, Kreditkarten, Debitkarten und so weiter bezahlt. Nach Covid, als Covid kam, hat sich das ziemlich schnell schon geändert. Also heute zahlt schon eine Minderheit mit Bargeld und eine Mehrheit zahlt mit Plastik oder mit dem Telefon. In Zukunft wird es wahrscheinlich sowas geben wie ein elektronischer Franken, also sowas wie Bitcoin für Schweizer sozusagen. Also das nennt man vielleicht sowas wie E-Franken. Das ist noch nicht gemacht, das gibt es noch nicht. Es gibt nur mehrere Vorschläge auf dem Tisch. Das nennt sich auch Central Bank Digital Currency, also so von Zentralbanken herausgegebenes Geld, Digitalgeld. Und in der Schweiz heißt eben sowas wie E-Franken. Jetzt kann man sich kurz überlegen, warum eigentlich es nicht gut ist, mit Apps zu zahlen oder mit Plastikkarten zu zahlen. Und das möchte ich auf der nächsten Folie kurz anschauen. Der Grund, warum ich nicht mit Plastik oder Apps zahlen möchte, ist wie folgt. Ich habe hier ein paar Beispiele aufgeschrieben, was nicht so toll ist an Plastik- und Handybezahlung. Ich muss das kurz vielleicht erklären. Also diese Dame, das Bild da in der Mitte unten, das ist so eine durchschnittliche Verbraucherin. Ich habe einfach nach durchschnittlichem Foto gesucht auf dem Internet. Aber es ist quasi die durchschnittliche Verbraucherin. Jemand, der in den Laden geht und bezahlen möchte. Und das Bild da oben ist der Laden. Und die Sachen, die ich hinschreibe, je weiter oben sie sind, desto mehr stürzt den Laden. Und je weiter unten sie sind, desto mehr stürzt die Verbraucherin quasi. So ein bisschen. Also wenn man mit Apps oder mit Kreditkarten so zahlen möchte, dann gibt es Probleme unten, zum Beispiel Privatsphäre ist vielleicht nicht so gegeben, Gebühren könnten ein Problem sein, dass das auch was kostet, wenn man so zahlen möchte. Man muss Vertrauen haben in diese Kreditkartenfirma, dass die nicht bankrott geht zum Beispiel. Hacker könnten das vielleicht angreifen. Es funktioniert nicht offline so gut. Ja, ein bisschen schon, ich weiß nicht, warum ich es hingeschrieben habe. Und vielleicht gibt es auch noch ein Problem mit, dass es irgendwie
sonstigen einen elektromagnetischen Impuls gibt oder sowas. Kommen wir gleich drauf, was das heißt. Schauen wir uns mal Bargeld an. Viele Leute sagen, Bar ist Wahres und überhaupt das Beste. Und schauen wir mal, was nicht gut ist an Bargeld. Auch hier habe ich ein paar Sachen zusammengetragen. Und man sieht, es ist nicht so wenig, was an Bargeld störend ist. Fälschungen sind nicht ein großes Problem, aber sind im Prinzip ein Problem. Steuerhinterziehung vielleicht, dann sowieso Handhabungskosten von Bargeld. Es kostet recht viel, dieses Bargeld rumzutransportieren. Die Transaktionen sind relativ langsam an der Kasse. Wenn Sie schon festgestellt haben, wenn jemand wie ich kommt mit dem Handy, zahlt, einfach nur das Handy draufhalten und gut ist, gleich bezahlt. Und sonst ist ein bisschen Austausch. Man kann es nicht automatisieren, man kann nicht sowas machen wie mit Bargeld, dass man jeden Monat das überweist. Es funktioniert nicht online, es funktioniert nur von Hand zu Hand, aber nicht auf dem Internet. Produktionskosten sind hoch eigentlich vom Bargeld. Jede Banknote in der Schweiz kostet so was wie 40 Rappen. Kriminalität wird natürlich verwendet, Diebstahl, Covid ist ein Thema und Verlust. Also recht viele Sachen. Man kann sagen, ja, vielleicht ist das Bargeld trotzdem toll, vielleicht finden Sie es trotzdem toll, aber es ist nicht so toll. Bitcoin, das Schlechteste von allen, würde ich sagen. Hohe Handhabungskosten, die Nationalbank kann keine Geldpolitik machen. Vielleicht finden das manche von Ihnen toll, dass sie es nicht machen kann, aber die Nationalbank selbst findet es nicht toll. Steuerhinterziehung natürlich auch. Die Transaktionen sind sehr langsam und auch teuer. Es funktioniert nicht richtig offline. Kriminalität, die Energiekosten. Vielleicht sollte ich erklären, die Person rechts unten ist die Greta, also die steht für dieses Energieproblem sozusagen. Alle Wörter sind ein bisschen näher, bei ihr sind ein Energieproblem. Und das rechts oben ist sowas wie die Behörden, der Staat. Und es ist kompliziert, man muss es verstehen, den Schlüssel könnte man verlieren oder es gibt Hacker, die den Schlüssel klauen können. Und es ist nicht sehr verbreitet, im Sinn von, dass man vielleicht schwerlich überhaupt was findet, was man kaufen kann mit Bitcoin. Also all diese Dinge sind ein Problem von Kryptowährungen, oder insbesondere von Bitcoin. Wie gesagt, andere Kryptowährungen haben das Energieproblem nicht, aber Bitcoin hat es. Und jetzt zum Spaß kann man sich auch überlegen, wenn man jetzt wirklich E-Franken implementiert, auf eine gute Art und Weise, sowas wie elektronische Schweizer Franken, dann könnte man durch all diese Probleme, die ich jetzt aufgezeichnet habe, von elektromagnetischen Impulsen in der Mitte über all diese Sachen, die irgendwo ein Problem waren bei den anderen drei Bezahlsachen, hier anschauen. Und interessanterweise sind die fast alle gut. Okay. Also ich finde fast nichts, was hier nicht gut funktioniert. Man kann mit elektronischer Währung Fälschungen verhindern, Steuerhinterziehung. Der chinesische Staat ist da sehr dahinter, dass er alles genau wissen möchte, welche Transaktionen wie stattgefunden haben. In der Schweiz wäre das wahrscheinlich weniger so. Man kann die Privatsphäre behalten bis zu dem Punkt, wo man weiß, dass wahrscheinlich ein Verbrechen passiert ist. An dem Punkt wird man wahrscheinlich aufdecken, was genau passiert ist mit diesen Zahlungen. Und all diese anderen Sachen. Ich könnte jetzt durch alle durchgehen, das möchte ich nicht machen, das kostet mich zu viel Zeit. Aber im Prinzip kann man wirklich sagen, dass ein elektronischer Franken eine tolle Sache wäre. Ich bin wirklich manchmal ein bisschen verwundert, wenn ich in den Zeitungen lese, wie die Leute, die Leserbriefschreiber insbesondere, das schlecht machen. Obwohl sie im Prinzip alle Vorteile hätten, die man beim Bargeld auch hat und dann noch einige mehr. Also ich bin da sehr positiv dem gegenüber eingestellt. Also das geht alles weg hier. Wie funktioniert es? Ich erkläre Ihnen kurz, wie es funktioniert. Eine vereinfachte Version natürlich von dem. Ich habe nur noch ein paar Minuten. 2, 3 Minuten muss ich Ihnen erklären, wie E-Franken funktionieren. Also das ist die eine Folie, mit der man so ein bisschen alles erklären kann. Man kann erklären, wie funktioniert es für den Kunden, wie funktioniert es für Sie in diesem Raum, wenn Sie das benutzen wollten. Und ich würde sagen, im klassischen Fall funktioniert es einfach so wie eine App. Also Sie werden genau wie mit Apple Pay oder Google Pay, mit einer Bezahl-App, die vielleicht viele von Ihnen schon benutzen, so zahlen können, indem Sie einfach das Handy hinhalten, Sie sehen Betrag und sagen, es ist okay. Das Backend, also wie funktioniert das, was dahinter ist, das ist im Prinzip wie bei Bitcoin, minus die Energieproblematik. Also wir nehmen eine Blockchain dafür, wo wir die Transaktion drin speichern. Und die Philosophie soll so sein wie bei Bargeld. Also es soll so sein, dass es philosophisch genau zu handhaben ist wie bei Bargeld. Bisschen genauer, also das Frontend habe ich schon erklärt. Wir nehmen einfach solche Bezahl-Apps und legen die hin und sagen, es ist damit bezahlt.
Dann das Backend oder wie es im Hintergrund funktioniert, ist, wir werden eine Permissioned Blockchain brauchen, also eine Blockchain, die nicht mit Proof of Work funktioniert, auch nicht mit Proof of Stake, sondern wo wir vielleicht nur wenige Computer haben und diese wenigen Computer werden organisiert von Institutionen, denen sie sehr vertrauen. Ich habe hier mal 4 Institutionen hingetan, denen die meisten Schweizer vertrauen. Okay. Nationalbank, Rotes Kreuz, ETH sind ja hier. Und Federer habe ich noch dazu getan. Die müssen nicht alle vertrauenswürdig sein. Das funktioniert auch, wenn einer von denen total böse wäre. Okay? Also wichtig ist, dass eine Mehrheit von denen gutartig ist. Dann funktioniert es. Sie können sich aussuchen, wer von denen böse ist. Dass die anderen das trotzdem noch funktionieren machen. Und die stellen sicher, dass die Transaktionen korrekt abgespeichert sind. Das ist alles so ein bisschen, das soll alles anonym sein natürlich. Also man sollte nicht wissen, wer wem Geld gezahlt hat. Das ist wieder ähnlich bei Bitcoin, aber man kann das noch viel besser machen mit ein bisschen mehr Krypto, sogenannten Zero Knowledge Proofs. Kann man solche Systeme bauen, die wirklich anonym sind und sicher und sozusagen energiesparend, verglichen zumindest mit den meisten Kryptowährungen. Jetzt muss ich nur noch wirklich wenige Computer am Laufen haben, das ganze System bedienen. Das ist sicher sogar energieeffizienter als Bargeld. Gut, ja, damit möchte ich, glaube ich, fertig machen. Das war mein kleiner Vortrag zum Thema Arm und Reich und vor allem Kryptowährungen. Und ich fände es toll, wenn einige Fragen kämen. Ja. Ja, danke. Geht schon los, Mann. Genau, Sie kennen es, Hand hochhalten und wir kommen vorbei. Danke. Ja, ich habe eine Frage zu den E-Franken. Mhm. Franken auf dem Bankkonto, sind das nicht genau E-Franken? Im Prinzip sind das genau auch E-Franken, kann man sagen. Genau, was man auf dem Bankkonto hat, was heute schon digital von einem Konto zum anderen geht, das sind auch E-Franken. Man würde ein bisschen Kryptographie reinbringen, damit man nicht mehr so leicht betrogen werden kann. Ich sage es mal so. Wenn man zum Beispiel, wenn Sie Bankkonto-Franken haben, und die Bank hat ein Problem, sie geht bankrott und sie haben zu viel Geld drauf, dann garantiert zwar der Bund bis zu einem gewissen Grad, wie viel er zurückzahlt, aber mit Krypto könnte man das so machen, dass das nicht der Bank gehört, sondern wirklich immer noch Ihnen. Also auch wenn die Bank bankrott geht, haben Sie das Geld weiterhin. Das ist, glaube ich, so einer der Vorteile hier. Das war einer der Nachteile bei einem der Sachen, die man haben könnte. Und ich glaube, es hat in dem Sinn dann Vorteile, wenn man es so macht, statt wie man es heute macht. Welchen Einfluss werden denn die Quantencomputer haben, die vielleicht so rechenstark sind, dass wirklich also Verschlüsselung kein Thema mehr wäre, sowohl auf den E-Franken als auch auf die Kryptowährung? Ja, also gute Frage. Quantencomputer, vielleicht ganz zuerst noch zur Verschlüsselung allgemein. Auch für viele Verschlüsselungsmethoden und digitale Signaturen und diesen Einwegfunktionen, die ich erklärt habe, gibt es oft keine mathematischen Beweise, dass die wirklich sehr sicher sind. Manche Sachen, das glauben wir einfach, weil in 50 Jahren niemand herausgefunden hat, wie es geht. Es gibt sehr viele Indizien, dass die sicher sind. Ich würde sagen, ich persönlich empfinde das als sehr, sehr sicher. Aber es sind im Prinzip nur starke Indizien. Es gibt keine mathematischen Beweise. Und Quantencomputer werden das nicht stark ändern, glaube ich, dieses Problem. Es gibt zwar kryptografische Verfahren, die mit Quantencomputer angegriffen werden können, insbesondere diese Faktorisierung, die ich gezeigt habe, wo man multipliziert in die eine Seite und die andere Seite muss man herausfinden, was waren die beiden Zahlen, die ich multipliziert habe. Das zum Beispiel können Quantencomputer recht schnell, wenn es die denn gäbe. Aber es gibt andere kryptografische Verfahren, die wieder sicher sind, auch gegen Quantencomputer. Und natürlich wird man dann diese Verfahren einsetzen, um nicht in Gefahr zu laufen, dass Quantencomputer da das zerstören sozusagen. Ich habe eine Frage. Ja. Wenn Geld nur noch elektronisch per Punktzahl funktioniert, ist da nur noch Gold was wert und könnte nicht auch ein Scheinbetrag nachher schlussendlich auf unserem Konto sein? Ja, also das ist ein bisschen die Frage nach dem, warum sollen wir dem ganzen Ding hier trauen? Ich würde sagen, jetzt bei E-Franken ist es so, dass die sollten wie ein 1:1 Abbild sein vom Bargeld oder vom Bankkonto. Also man kann dann sozusagen
man kann Notengeld gegen E-Franken austauschen und umgekehrt am Anfang. Dann ist die Frage, trauen Sie Bargeld schon oder auch schon nicht mehr so richtig, weil das wird ja auch nur gedruckt quasi. Wie man es druckt, ob man es druckt oder einfach so produziert, das ist etwa gleich teuer, würde ich sagen. Wird es kein Geld mehr geben, außer Materialwert, Gold? Das ist ja ein, das ist die Noten und die Banken werden nur gedruckt. Wenn man es nicht mehr drucken muss, geht es weg. Also ist es eine Form wie 1921, wenn das Geld... Das Geld wird entwertet. Inflation. Quasi. Entwertung des Geldes 100%. Wie gesagt, das Problem, das wäre nicht neu hier, das würde auch schon passieren, wenn Sie einfach normales Fiat-Geld, wie man sagt, jetzt anschaut, also gedrucktes Geld, kann man einfach auch schon beliebig viel drucken, wenn man möchte. Auch hier beim E-Franken könnte natürlich die Nationalbank entscheiden, dass sie einfach noch mehr und noch mehr und noch mehr E-Franken im System gibt. Das kann man durchaus so sehen, das ist ein Grund wahrscheinlich, warum Kryptowährungen so extrem zugelegt haben, weil viele Leute dem Geld nicht mehr trauen und sie sagen, bei Bitcoin habe ich die Garantie, dass man nicht beliebig viel davon drucken kann und das sozusagen macht die Sache wertvoll. Aber wie gesagt, man kann auch sehr viele neue Kryptowährungen erfinden, man kann sagen, ich habe hier noch eine neue Kryptowährung, da noch eine neue Kryptowährung, warum die alle Wert haben sollen. Das ist jedem selbst überlassen. Oder? Ich persönlich sage, woran Sie glauben, glauben Sie daran, oder was Wert hat, kaufen Sie meinetwegen Immobilien, wenn Sie denken, alles andere hat sowieso keinen Wert. So persönlich würde ich das so sehen, aber vielleicht auch Gold. Aber auch Gold, warum hat Gold Wert? Man kann es ein bisschen für... Geschmackssache. Man könnte auch sagen, Rüebli haben viel Wert, weil die kann man wenigstens essen, besser als Gold. Also ich persönlich, können Sie selbst aussuchen, was Sie denken, was Wert hat. Das ist nicht meine Forschung, ich mache die Technologie und nicht die... Das ist... Gibt es noch weitere Fragen? Vielleicht da oben? Grüezi, ich habe eine Frage. Also ist denn diese Währung gleichbleibend stabil? Die E-Franken sollen wirklich 1:1 wie die Schweizer Franken sein. Man darf immer in die hin und her wechseln, niemand möchte, sozusagen. Zumindest am Anfang. Ich weiß nicht, ob dann irgendwann noch Geld gedruckt wird, das ist nicht klar. Aber die Stabilität würde sich nicht ändern, oder? Solange die Nationalbank entscheidet, wie viel von denen das es gibt, genauso wie die Nationalbank entscheidet, wie viel Bargeld es gibt. Das würde sich nicht ändern. Also da habe ich keine Sorgen in der Beziehung. Natürlich kann man sagen, vielleicht haben die Franken irgendwann keinen Wert mehr wieder, oder? Dass man sagt, das ist vielleicht auch zu viel gedruckt und es gibt Inflation und der Wert sinkt. Aber das wäre auch jetzt schon ein Problem. Da würde sich einfach nichts ändern. Noch eine Frage? Ich habe noch eine Frage zum Mining. Da wird also ein neuer durch Zufall ein neuer Block generiert und der hat 500.000 Franken Wert. Wie kommt denn dieser Wert zustande? Warum hat er so viel Wert? Gute Frage. Was in dem Block drin ist, was Wert hat im Prinzip, sind die Bitcoins, die man kriegt. Wenn man einen neuen Block meint, dann kann man eine Adresse angeben und auf diese Adresse, wie auf dem Bankkonto, wird direkt so eine gewisse Anzahl Bitcoins festgelegt. Jetzt, wie viel jeder einzelne Bitcoin Wert hat, das entscheiden so Handelsmarktplätze. Es gibt Marktplätze im Internet, auch in der Schweiz, physisch sogar. Da gibt es Leute, die wollen in die eine oder andere Richtung Franken oder Dollar gegen Bitcoin austauschen. Und der Wert, ähnlich wie bei anderen Währungen, bei Euro und Schweizer Franken zum Beispiel, ändert sich ja der Wert auch immer ein bisschen, je nachdem wie viel getauscht wird, in welche Richtung. Und genauso bei Bitcoin und US-Dollar zum Beispiel. Heute hat ein Bitcoin ungefähr 60.000 Franken wert, diese Größenordnung. Und drum, wenn ich jetzt 60.000 Franken mal die paar Bitcoins, die man kriegt, pro Block rechne, dann kriege ich ungefähr diese 500.000. Aber wieder, oder? Warum das so viel Wert hat, das scheint einfach genügend Leute zu geben, die sagen, an dem Punkt, wenn es billiger wäre, würde ich sofort kaufen. Und drum pendelt sich der Wert irgendwo ein.
geht manchmal stark nach oben, wie zum Beispiel dieses Jahr wieder, haben wir gesehen, dass einfach ein Bitcoin immer mehr und mehr Wert hat. Aber es ist der Glaube der Menschen oder der Menschen, die darin investieren wollen, die sagen, lieber jetzt einen Bitcoin kaufen für 60.000 Franken als in 10 Jahren für 6 Millionen oder was auch immer, was es dann sein wird. Oder für 6 Franken. Sie haben am Anfang die Frage beantwortet, werden wir alle später mal mit Krypto bezahlen, mit Nein beantwortet. Aber im Internet of Things oder in der Industrie, im B2B-Bereich, dort wird es doch sicherlich eine sehr große Zukunft haben. Ja, ich glaube schon, dass elektronische Währungen und auch Kryptowährungen eine große Zukunft haben. Die Frage war wirklich eher auf Bitcoin gemünzt. Ich glaube nicht, dass Bitcoin in dem Sinn die richtige Lösung sein wird. Bitcoin wird von Leuten verwendet, in erster Instanz jetzt, die glauben, dass Bitcoin in Zukunft noch mehr Wert hat. Und darum werden sie einfach Bitcoin kaufen. So ähnlich wie Goldkäufer im Prinzip, sind die gleichen, fast die gleichen Leute. Die einen vielleicht ein bisschen jünger als die anderen, aber im Prinzip die gleichen Leute. Aber ich glaube schon, dass Kryptomethoden werden natürlich riesig eingesetzt. Heute schon Verträge unterschrieben mit Kryptomethoden, nicht mehr mit Handunterschrift, die Zeiten sind vorbei. Sie werden stark eingesetzt im Internet und auch bei Währungen werden sie stark eingesetzt. Also da glaube ich sofort dran, dass das kommt. Aber ich glaube eben so eher sowas wie E-Franken oder E-Dollar und weniger vielleicht Bitcoin. Oder auch vielleicht von einer privaten Firma. Es gibt von Facebook gibt's eine Währung, die nennt sich Diem, die kommen sollte. Und das könnte auch sein, dass die quasi den Markt aufrollen und dann nicht mehr die Staaten tatsächlich das Geld ausgeben, mit dem die Leute bezahlen im Laden, sondern die Leute das Facebook-Geld benutzen, wenn der Staat das zulässt. Das ist die andere Frage. Hat Bitcoin nicht diesen Wert, weil es eine Obergrenze gibt? Weil das lässt ja den Glauben daran, dass es werthaltig ist, wenn ich weiß, 21 Millionen oder wie viel es ist, und dann ist Ende. Aber das impliziert gleich die Frage, wer kontrolliert, dass das Ende tatsächlich dort ist. Also Bitcoin sind sozusagen die Orthodoxen unter den Krypto-Leuten. Bitcoin ist in einer Software geschrieben, die im Prinzip fast nicht mehr abgeändert wird. Und da drin steht festgeschrieben, wie viel man kriegt pro Block. Das ist eine Zahl, die exponentiell sinkt. Also heute gibt es ein paar Bitcoins dafür. Alle 4 Jahre wird diese Zahl halbiert. Und das ist der Grund, warum es eine Grenze gibt, wie viel es maximal ausgegeben wird. Wenn man heute noch 6 Bitcoins kriegt pro Block, sind es in ein paar Jahren noch 3 und dann noch 1,5 und dann noch 0,75. Und so geht das so stark runter, dass es irgendwann wie fast, dann irgendwann gibt es keine mehr sozusagen. Wenn Sie so Summen, sich mit Summen auskennen, sehen Sie, dass das ein endliches Maximum hat. Aber warum es einen Wert hat, ist wirklich einfach der Glaube der Leute. Klar, es hilft. Am Anfang hat es sicher geholfen, dass man gesagt hat, in den ersten 4 Jahren werden gleich schon mal die Hälfte aller Bitcoins ausgegeben. Die Leute, die ganz am Anfang dabei waren, die haben sicher sehr viel Bitcoins gekriegt, für wenig Aufwand. Mein Doktorand damals, der hatte 10.000 Bitcoins, nicht weil er die gekauft hatte, sondern war einer der Ersten, der da mitgemacht hat und hat diese Blöcke gefunden, damals noch auf einem normalen Computer. Hat einfach ein Programm laufen gehabt auf seinem Computer und das hat dann immer mal wieder so einen Block gefunden. Für jeden Block hat er 50 Bitcoins gekriegt und er musste also nur 200 solche Blöcke finden und hat 10.000 Bitcoins gehabt. Es war nicht viel Arbeit und ich hätte es auch gewusst, ich hätte auch mitmachen können, ich habe es einfach nicht gemacht, leider. Sonst wäre ich der reichste Mensch in diesem Raum, aber vielleicht. Aber das ist genau das, oder? Also, dass es jetzt der Preis so hoch ging, das wusste wahrscheinlich der Entwickler oder die Entwicklergruppe auch nicht von Bitcoin. Sonst wäre das wahrscheinlich anders gemacht worden. Oder diese Idee, dass man so viel Energie fürs Mining aufwendet, das war wahrscheinlich nicht absehbar damals. Aber die Leute, die heute Bitcoin kontrollieren, das sind die Miner, und die werden nicht das Mining wegnehmen, auch wenn es viel Energie kostet, weil die werden sagen, jetzt haben wir hier ganze Fabrikhallen gekauft mit diesen Geräten, die sollen gefälligst jetzt auch eingesetzt werden. Und darum kann man das sehr, sehr schlecht ändern. Und darum glaube ich auch nicht, also es ist nicht richtig reformierbar. Und darum wird es wahrscheinlich ja, eine Nischendasein haben für Leute, die nichts trauen, außer vielleicht Bitcoin. Aber andere Kryptowährungen könnten schon aufholen.
Ich komme auf das Konzept des E-Frankens zurück und wollte fragen, wie sehen Sie die Rolle der Banken sich verändern, wenn so ein E-Franken eingeführt ist? Würden Sie sich vorstellen, dass zumindest Privatpersonen ihr Portemonnaie selber verwalten, ohne ein Bankkonto damit? Ja, das ist eine gute Frage, wie die Rolle der Banken ist in Zukunft. Es gibt viele Antworten darauf. Ich habe sogar fast eine Folie dazu noch oder eine Folie hier, die nächste, die käme. Man kann tatsächlich sich überlegen, zum Beispiel bei E-Franken, wie machen Sie das denn, wenn Sie jetzt zum Beispiel einem Kind was zum Geburtstag schenken, Geld zum Geburtstag schenken wollen und das Kind ist noch nicht in diesem System drin oder jemand ist zu Besuch aus dem Ausland und braucht Geld und kann irgendwie nicht mitmachen, weil das in einem Land festgeschrieben ist. Aber man kann zum Teil einfach sein Geld auch ausdrucken, diese E-Franken. Man kann zum Beispiel so Glückwunschkärtchen machen und der erste, der diesen QR-Code dann abfotografiert, hat das Geld sozusagen dann. Und man kann sich schon vorstellen, dass es dann ohne Banken geht. Ich glaube, Banken haben immer noch eine gewisse Rolle hier. Trotzdem zum Beispiel, wenn jetzt jemand sehr viel Geld hätte, dann kommt man schnell an das Problem, dass man jetzt diesen geheimen Schlüssel irgendwie gut aufbewahren muss, sehr sicher aufbewahren muss, oder? Dass einem das nicht passiert, dass jemand stiehlt. Und man könnte natürlich sagen, man macht das zum Beispiel in Zusammenarbeit mit einer Bank, oder? Wenn man jetzt sagt, ich traue der Bank fast mehr als mir selbst, und bei mir wäre das sicher so, ich würde mir selbst überhaupt nicht trauen, diesen Schlüssel aufzubewahren. Also würde ich sagen, fürs große Geld mache ich das mit einer Bank zusammen, damit ich die Sicherheit auch noch von da habe. Aber für das, was ich täglich brauche und einfach so zahle, das habe ich auf meinem Handy drauf und so zahle ich dann schnell ohne Bank. Das, glaube ich, geht sicher auch. Ja. So einen E-Franken einführen wie wir, wenn Sie schon jetzt diese kleine Operation über Handys. Ja, es ist nicht klar, welche Länder da am schnellsten sein werden. Und es ist schon so, dass die zum Beispiel in Afrika natürlich dieses elektronische Bezahlen viel früher da war als bei uns, weil das eigentlich da schnell üblich war. Und es kann sein, dass das in überraschenden Ländern zuerst kommt, ja. Zum Beispiel China ist ja auch eher überraschend, da wird es wahrscheinlich zuerst kommen, aus anderem Grund, glaube ich, vor allem, weil die chinesische Führung sieht das, glaube ich, als Möglichkeit, besser zu verstehen, was im Land vor sich geht.